Diese Geigen sind teilweise aus Holz hergestellt, das vorgängig mit Pilzen behandelt wurde. Die Forscher untersuchen sie nun zu identischen Bedingungen. Aufgenommen von zahlreichen Mikrofonen werden die Saiten mit einem Magnet zum Schwingen gebracht, die Vibrationen der Geige mit Laser vermessen. Die Qualität der Meistergeigen habe möglicherweise auch mit den klimatischen Bedingungen von damals zu tun. Wenn wir modernes Klangholz nehmen, dann hat das andere Wachstumsbedingungen gehabt und wir versuchen mit der Pilzbehandlung eigentlich diesen Unterschied zu kompensieren. Diese Pilze verändern das Holz so, dass die hohen Töne einer Geige weniger schrill tönen sollen. Noch bevor die Geigen gebaut werden, wird das Holz für 2 bis 3 Monate im Pilz eingelegt. Indem der Pilz die Holzstruktur besiedelt, baut er das Holz ab. Das Holz wird leichter, die Vibrationseigenschaften werden verbessert und der Klang von Geigen, die aus diesem Holz gebaut wird, ist warm und rund, wie man das auch von einer Stradivari kennt. Das Holz nach der Behandlung. Damit der Pilz sich nicht weiter ausbreitet, wird er abgetötet. Die Untersuchung soll zeigen, wie sich die Akustik durch den Pilz verändert. Ob sich der Unterschied nachweisen lässt, ist allerdings offen. Dies sind sich die Forscher bewusst. Scheitern ist ein bisschen Berufsrisiko hier auch. Ich glaube aber trotzdem, dass ein komplettes Scheitern fast nicht möglich ist, weil wir in dieser Phase, wo wir Experimente, Untersuchungen machen, sicher sehr viel lernen über die Geigenakustik, über Akustik ganz grundsätzlich. Die Untersuchung und Auswertung dauert mehrere Monate, finanziert von einer privaten Stiftung. Die Resultate sollen im Laufe des nächsten Jahres bekannt werden.